Zuletzt bei Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir reisten kreuz und quer durch die Galaxis, um irgendwie weitere Nebenaufträge abzuschließen. Vor allem kümmerten wir uns um die Frage, wer in der Kantina zuerst geschossen hat damals. War es Han oder war es Greedo? Das Geheimnis konnte, Spoiler-Alarm, leider nicht gelöst werden. Aber der Sturmtruppler war zufrieden und wir konnten seine Ermittlungen damit beenden. Freunde, ich konnte das Geheimnis lösen, wie wir hier reinkommen. Die Macht ist, glaube ich, des Rätsels Lösung. So sieht es aus. Wir können den Hebel einfach durch das Gitter betätigen. Hast es fast, ganz fast. Achso, weil man quasi so kurz davor steht. Aber wir konnten dieses Geheimnis lösen. So, hier ist ein weiterer Eingang, in den wir aber noch nicht reinkommen. Okay, was genau geht hier ab? Also, hier in Mos Eisley ist auf jeden Fall sehr viel auf den Dächern los. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Die Frage ist nur, ob auf den Dächern noch immer die Lösung ist. Weil man kommt ja zwar immer da hoch. Ah, nee, hier war der Küferstein, wo wir bereits hingeflogen sind. I see, I see. Aber, nee, so ganz. Und ganz haben wir noch nicht alles, was wir brauchen. So, hier wird mir noch super viel markiert. Dann wollen wir uns doch mal hier weiter umschauen. Wir haben bereits 21 von 33 Kübersteinen. Also Mos Eisley ist definitiv eine sehr große Area, in der man etwas machen kann. Oh, ich brauche hier 8 Konkruinen. Alles klar. Aber ich habe das Gefühl, dass wir, wie gesagt, bisher schon einen recht guten Job gemacht haben. Und was ist denn mit euch los? Okay, die haben sogar vor uns salutiert. Aber wollt ihr euch wirklich mit Darth Vader anlegen? Ich liebe es, dass er so langsam schlägt. Das ist so majestätisch irgendwie. So. Und dann wollen wir jetzt hier hinten in der Ecke auch mal umschauen. Warum auch immer wir hier so viele von denen zerstören müssen. Ich meine, die tun ja am Ende des Tages kein weh. Aber wir tun alles für Kübersteine. Es wäre cool, wenn wir Mos Eisley heute abschließen könnten. Würde ich sehr enjoyen. Weil dann ist nämlich Tatooine somit der größte Planet in diesem Spiel, was das Komplettieren der 100% angeht, schon wirklich sehr, sehr gut abgegrast. Das ist einfach so ein richtig schönes Fortschrittsgefühl. Das ist so wahrscheinlich so mit Coruscant wahrscheinlich so, ja, so die größte Aufgabe 100% technisch in dem Game. Das würde ich dann doch schon sehr enjoyen, wenn wir das irgendwie schaffen, abzuschließen. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, hier auf diese Kuppel hochzukommen. Ja, tue ich tatsächlich. So, und dann flattern wir einfach hier rüber. Da ist Nummer 7, aber ich glaube Nummer 8 war auch auf irgendeinem Dach. Ja, nämlich exakt hier. Let's go. EG6, das wird ein Klacks. Okay, wäre nicht eher EG6, das wird ein Klecks. Irgendwie ein coolerer Name für diese Mission gewesen. Naja, sie haben mich nicht als Übersetzer eingestellt, selber schuld. So, dann, jetzt sind wir wieder hier. Genau, bei der Stelle waren wir schon. Da müssen wir jetzt aber einmal auf die andere Seite rüber. Das können wir hier mit... Oh! Ich würde sagen, mit ein bisschen intelligenten Jump and Run. Aber diese Oberfläche wurde so gestaltet, dass man da immer ins Taumeln kommt, sobald man sie berührt. Okay. Was geht hier ab? Wie kommen wir da ran? Okay, hier ist ein Kabel. Und das Kabel führt hierhin, hier hinter, dahin. Ah! Ein Knopf! Schön. Und von hier muss ich dann vermutlich exakt dieses Teil treffen. Und damit ist auch schon wieder der nächste Kübersteine in unserem Besitz. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier sehr viele Kübersteine auf jeden Fall indoor noch haben werden, um die ich mich definitiv kümmern muss. Vielleicht fange ich damit dann jetzt schon gleich an. Oder wir gucken jetzt mal hier hinten nach. Die Datenkarte ist hier auch noch. Ja, also, eins nach dem anderen. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich daran kommen soll. Ich meine, klar, man kann da oben bouncen und so. Aber, weiß nicht. Stimmt mich noch nicht so glücklich, aber ja, wahrscheinlich doch. So, aber jetzt reden wir erstmal mit dir. Wieso steht mein Scooter in ihrer Garage? Schlimm genug, dass diese Verbrecher ihn mir geklaut haben. Aber ich bin auch noch einzusperren. Speeder sollten sich frei bewegen und nach Herzenslust flitzen dürfen, okay. Du redest mit deinem Speeder wie mit einem Tier. Schon ein bisschen süß, Kollege. Kann ich die Kisten hier kaputt machen? Ja, kann ich. Okay, geil. Fühle ich. Oh, und ich glaube, dass das kaputt machen ist tatsächlich auch schon das Rätsel. Warte mal, kann dieser Super-Konkruide eigentlich alles? Kann der mit dem Zeug hier interagieren? Nee.
Ich dachte vielleicht, wenn wir so einen goldenen Druiden dabei haben, vielleicht ist er halt irgendwie so ultra krass und kann mit allen Druiden-Tools interagieren oder so. Leider nicht. Aber das könnte tatsächlich schon das Rätsels Lösung hierfür sein. Zack, einmal so und einmal so. Ja, da drin geht auf jeden Fall irgendwas ab. Und wir düsen hier auch schon schön rein. Ihr habt also kein Problem damit, in fremde Garagen einzubrechen, wie? Was für in fremde Garagen einbrechen? Ich glaube, ihr habt hier einen Speeder geklaut, Freunde. Boah, der one-hitte die einfach? Nee. Oder doch? Danke, dass ihr die Typen erledigt habt. Aber was, wenn sie meinen Speeder mit einer Springfalle versehen haben? Okay. Deinem Speeder geht's gut. Und dein Speeder stand hier drauf. Und das ist das Gute. Da geht's jetzt schon für uns weiter. So. Jetzt aber die nächste Frage, Freunde. Ich meine, ich kann auf dem hier bouncen, was tatsächlich ziemlich cool ist. Aber wie komme ich daran? Die Frage müssen die mir irgendwie immer noch beantworten. Ich kann mir vorstellen, eventuell per Jetpack. Meint ihr, das könnte das Rätsels Lösung sein? Yes! Ich hätte zwar nicht gedacht, dass wir getroffen haben, aber das Spiel sagt, wir haben getroffen. Und deswegen halte ich auch schön die Schnauze. So, ist hier drin. Da drüben ist was. Da drüben wird mir was angezeigt. Okay, das habe ich mir direkt mal als Ziellock markiert. Muss Eisler super viel Indoor. Und das Problem ist, dass halt Indoor-Kübersteine erstmal nicht auf der Übersicht sozusagen drauf sind. Und das ist immer das Fiese dran. Oh, hi. Ja, der liegt hier einfach rum. Eine hochverdiente Belohnung. What? Der liegt hier einfach rum. Danke, sage ich an der Stelle. Okay, dann schauen wir hier rein. Hier ist nichts. Wir schauen hier rein. Ah, ich glaube, da kam ich nicht rein. Okay, aber hier ist auch nichts. Hier. Da ist jemand, mit dem ich reden kann. Info, markierter Auftrag. Das ist sogar, glaube ich, ein fertiger Auftrag. Warte mal. Das ist die Kantine. Warte mal, kann ich in der Kantine noch was machen? Moment mal. Moment mal. Was zur Hölle? Jetzt schaue ich noch. Warte mal, was ist das hier? Da ist auch nichts drin. Nee. Okay, warte mal. Dann gehen wir doch noch mal hier rein. Okay, das müsst ihr mir jetzt noch mal. Das muss mir das Spiel jetzt aber noch mal ganz genau erklären. Warum ist denn da noch ein Auftrag, den ich abgeben kann? Und, hä? Habe ich irgendwas verpasst? Oder ist das einfach nur ein dicker Anzeigefehler, der jetzt hier mit falschen Hoffnungen meinerseits spielt? Aber da war doch so ein gelber Button und da ist auch ein markierter Auftrag gewesen. Also, irgendwas muss hier sein. Nee, ich glaube, die spielen einfach nur mit meinen Hoffnungen. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Hier sind aber noch mehr markierte Aufträge. Okay, schauen wir aber erstmal nach. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Da ist aber nichts drin. Hier ist noch eine Tür. Da ist was drin. Okay. Das könnte tatsächlich eventuell die letzte Tür sein. Oder die hier noch? Da ist auch was drin. Okay. Dann gehen wir jetzt erst hier hin. Weil da hinten in der Ecke sind ja auch noch, zwei Kübersteine. Ja, dann grasen wir hier einmal muss Eisli ab. Und dann machen wir hier einmal Schicht im Schacht. So. Ich liebe diesen Sound von diesen Tieren, was auch immer ist. Oh, guck mal, Freunde. Da oben ist ein Rennen. Da oben ist ein Rennen. Okay. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Vermutlich so. Das ist äußerst unerwartet. Da kriege ich einen Sturmtruppler dafür. Jo, wie cool. Wir schalten damit einfach einen Charakter frei. Okay, aber ich schätze, dass es zu Fuß ist, oder? Ja. Oh, ich glaube, das ist das erste Rennen, was wir zu Fuß machen. Kann das sein? Mhm. Sehr schön. So, du stehst da. Absolut richtig. Exakt.
Boah, ich hoffe nur, dass ich mir hier nicht irgendwelche Kisten hätte irgendwo platzieren müssen, die mir dann irgendwie helfen, irgendwo hochzukommen oder so. Okay, aber das wirkt auf jeden Fall sehr machbar bisher. Gerade, ich glaube, mit dem Jetpack haben wir auf jeden Fall gute Möglichkeiten, ne? Was zu reißen. Ja, das sieht sehr gut aus. Jetpack, eine ganz, ganz, ganz große Hilfe hier. Die Kisten sind auch schon genau so gestapelt, wie sie gestapelt sein müssen. Geil. Und das war's, Freunde. Yeah! Goldmedaille, it in. Und den Sturmtruppler packen wir auch gleich noch ein. Und hier drin gibt's auch noch einen Küberstein. What the fuck? Alles klar, Digga. Hä, wurde mir hier nicht ein Küberstein angezeigt? Oder, warte mal, lag der jetzt hier drin und ich hab... Ich frage einfach nicht weiter nach, okay? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Es war sehr skurril. Und wir ignorieren es einfach. In diesem Spiel darf man nicht alles hinterfragen. Das habe ich gelernt. So, okay. Da ist eine Box, die wir irgendwie öffnen müssen. Und hier geht es auch weiter nach oben für mich. Und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell sogar schon das Rätsel-Lösung ist, oder nicht? Ah! Schaut mal, da ist die 1. Da ist die 2. Da ist die 3. Moment. Aha, da ist die 2. Geil. Boah, cool, dass man hier in alle Richtungen schießen muss. Das ist irgendwie cool gemacht, finde ich. Und die 4. Very nice. Komm zu Papa. Das Eisli wird immer ärmer. Und ich werde immer reicher. Yeah. Okay, wer hat am schnellsten geschossen? Oh, warte mal. Da unten, Freunde, da unten fährt was Schnelles Rotes. Das kann doch fast nur so ein Mausdruide sein, oder? Wenn sich so rote Punkte schnell über die Map bewegen. So sieht's aus. 11 von 20 schon. Sehr schön. So, dann jetzt hier gehen wir auf jeden Fall rein. Dann müssen wir einfach nur hier einmal, glaube ich, um die Kurve. Genau. Und dann da rein. Aber die Tür geht noch nicht auf, weil wir da hoch müssen. Alles klar. Was geht hier oben ab? Und wir müssen noch weiter hoch. Holy shit. Was geht denn hier ab? Auf was für einen Hochsicherheitstrakt stoßen wir denn jetzt hier gerade? So, genau. Von hier kommen wir nämlich da hoch. Und, oh, hier ist auch eine unsichtbare Mauer. Okay, wir müssen irgendwie hier durchkommen. Wie funktioniert das? Ah, schaut mal, da kann ich was per Macht machen. Okay, kannst du das hochheben, please? Okay, kannst du unter einem ganz bestimmten Winkel... Yeah. Okay, warte. Stellen wir dich einmal hier drauf. Geht hier nämlich das erste aus. Yeah, okay. Und dann kann ich dich platzieren. Da kann ich nämlich gleich zwei auf einmal drücken. Aber das sind jetzt die letzten beiden. Aber jetzt kann ich dich sogar nochmal hochheben. Und da hinschieben. Jawollo. Wie stark. Und damit haben wir jetzt einmal alles ausgemacht. Ich hätte da noch irgendwie, by the way, per Druide reingekonnt. Hier, seht ihr das da vorne? Da kann ich als kleiner Druide rein. Aber irgendwie war das jetzt nicht notwendig, oder? Ich meine, das war ja alles nur dazu da, dass diese Tür hier aufgeht. Und wir sind reingekommen. Also vielleicht haben wir das Ganze hier ein bisschen gejinxt. So, hi guys, was geht? Versteckt der Rebellen. Ich töte euch auch nicht. Ich habe heute einen guten Tag. Sehr gut. So. Und da vorne ist es, glaube ich, der letzte Küberstein, der mir angezeigt wird, oder? Der ist einfach da oben auf dieser Plane. Und dann sind es wahrscheinlich nur noch Charaktermissionen, die wir brauchen. So, zack. Wir kommen hier hoch. Oh yeah, ich liebe es, wie man in Mos Eisley, sowie aber auch Mos Espa, so geil einfach immer über diese Dächer abkürzen kann und so. Oh shit, warte mal, da brauche ich jetzt ganz präzises Jetpack-Movement. Scheiße, ich habe zu spät gedrückt. Boah, muss ich jetzt hier wirklich Kisten stapeln? Wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich der etwas nervigere
aber am Ende wahrscheinlich sogar schnellere Weg. Weil wenn ich jetzt noch ein, zweimal dieses Jetpack-Fliegen verfehle, dann wäre es schneller gewesen, wenn ich jetzt quasi sofort die Kisten mitgenommen hätte. Das ist... Manchmal ist der Weg, der auf den ersten Moment langsamer erscheint, häufig der schnellere. Das ist auch beim Autofahren ganz häufig so. Wenn man immer auf Zwang super schnell fahren will und dann super stressig unterwegs ist, dann baut man am Ende des Tages nur einen Unfall oder keine Ahnung. Oder fährt irgendwie hektisch und ist nicht ruhig und macht da noch irgendwas. Und dann ist man am Ende länger unterwegs, als wenn man einfach ganz entspannt gefahren wäre. Das gibt es auch ganz häufig, wenn man keine Ahnung. Kennt ihr das? Ihr müsst Einkäufe irgendwo hintragen und lieber so alles auf einmal nehmen, als zweimal laufen. Aber wenn ihr einfach zweimal wenn ihr alles auf einmal nehmt, dann fällt euch aber was runter. Und keine Ahnung, so richtig verrückter Scheiß. Und dann müsst ihr es aufputzen, aufsammeln. Und am Ende wäre es schneller gewesen, wenn ihr einfach zweimal gelaufen wärt. Flüchtiger Rancor-Wärter. Er ist während des Chaos in Jabbas Palast geflohen und ich wurde angewiesen, ihn einzufangen. Er ist Malikili. Die Leute hier helfen Druiden nicht gern. Ah, okay. Dann müssen wir nochmal Leute befragen. Aber da bin ich ja mittlerweile Profi drin. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Aber irgendwie wird mir hier angezeigt, dass wir hier zwei Charaktere... Sehe ich auf der Karte, dass hier gleich so zwei so Bubbles sind? Ich check jetzt nochmal ganz kurz das Haus ab. Oh, hier ist sogar noch irgendwas los. Cool. Hier gibt's sogar nochmal ein Ding. Okay, dann machen wir jetzt hier mal. Ziehen wir daran. Ah, dann habe ich das Rattenloch, glaube ich, kaputt gemacht, oder? Beziehungsweise verstopft. Oh, aber da vorne ist noch eins. Moment. So, dann machen wir hier auch noch zu. Aber da ist noch mal eins. Aber auch das können wir zumachen. Wow! Da hinten ist aus dem Loch einfach noch mal eine rausgekommen. Oder was geht hier ab? Junge Frau. Bist du glücklich? Springt aber so 28 Meter hoch. Danke. Die Lektion werden Sie nie vergessen. Wer weiß, wie gut das Gedächtnis der Ratten ist? Das weiß niemand so genau. Oh, aber ich sag jetzt danke für den Kürerstein. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und jetzt müssen wir noch IG-88 helfen. Und warte mal, ich habe gerade irgendeinen neuen Auftrag freigeschaltet, habe ich an der Seite gesehen. Auf Bespin haben wir jetzt einen freigeschaltet. What? Ey, wie hier teilweise Aufträge miteinander zusammenhängen. What? Hast du so einen Dude gesehen? Habt ihr Rancor-Werte gesagt? Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay. Diese Frau ist hysterisch, sonst nichts. Da drüben ist nochmal jemand. Ich bin ziemlich sicher, dass neulich in der Kantine ein Kerl was von einem Rancor... Aha. Und mal wieder führen uns die Wege auf Mos Eisley in die Kantine. Es wird ja mittlerweile fast schon Standard. So, hi. Einer der Einheimischen musste alles an. Der Typ bei deinem Markt stand, der bei der Königin. Was? Der bei der Königin betreibt. So, tschüss. Ich finde so geil, wie dieser Java da vorne immer so feiert. Der ist einfach nur da, um zu feiern. Der begrüßt einen immer, wenn man die Kantine verlässt. Der Typ ist einfach good vibes only. Achso, aber der. Ja, klar, der Rancor wird das natürlich ultra traurig, weil Luke hat, unanständige Dinge mit dem Rancor gemacht. Na, notgedrungen, muss jetzt an der Stelle auch sagen. So, du weißt Bescheid, wo mein Informant ist? Er will ein Restaurant hier eröffnen. Okay. Das ist auch mal eine berufliche Laufbahn. Warum habe ich da vorne eigentlich noch eine Markierung? Schimmelt hier noch irgendwo ein Küberstein rum? Von dem ich nichts weiß? Ah, deswegen kam ich bisher hier nicht rein. Malakili sucht ihr? Er ist der Chef dieses Restaurants. Aber wir haben noch nicht geöffnet. Okay. Malakili ist geflohen und wollte ein Okay, der Dude macht die Tür auf. Deswegen kam ich hier nicht rein, Guys. Da ist dieser Deserteur und Verkauf des Heers. Deserteur und Verkauf des Heers. Willkommen im Restaurant des Almond.
Darf ich eure Bestellung aufnehmen? Bestellung entgegennehmen. Ihr habt Befehle entgegenzunehmen. Und zwar ausschließlich die von Jabba. Ihr kommt mit mir, Deserteur. Aber Jabbas Bart ist explodiert. Mit ihm drauf. Ich nehme an, dass damit meine Anstellung beendet ist. Neuberechnung wird durchgeführt. Wer bezahlt da meinen für fantastische Kopfgeldjägerei? Kann ich dir ein kostenloses Tato-Rap anbieten? Okay. So, bist du glücklich, IG-88? Ihr davon? Ihr habt mir bei meiner Aufgabe geholfen. Alles klar. Yeah, er kämpft für uns. Das ist ja mal sehr lieb. Und hier geht sogar auch noch was. Was geht denn hier ab? Warte mal, hier kriege ich direkt noch einen Charakter. Und einen Kyberstein! Jetzt betreibe ich dieses fleischfreie und bestienfreundliche Restaurant. Aber auf Tatooine gibt es kaum Gemüse, also rennen die Gäste nicht mehr gerade die Tür ein. Könnt ihr mir interessantes Grünzeug bringen? Okay. Klar. Ich mache gern Gemüselieferungen für dich. Aber wahrscheinlich von dem anderen Planeten, vermute ich sehr stark. So, bevor wir das jetzt aber machen. Hier, da vorne. Da ist auf jeden Fall noch eine Kübersteinmarkierung. Aber wie konnte ich die denn bisher übersehen? Wir checken gleich mal, ob so. Ja doch, hier, tatsächlich. Ah, hier kann ich schießen. Okay, warum auch immer das jetzt offen ist. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber bei dem Spielchen bin ich dabei. So, das sind sogar zwei Kübersteine auf der Karte. Seht ihr das? Das ergibt doch irgendwie nicht viel Sinn, oder? Oh mein. Jetzt machen wir das einfach mal. Das ist jetzt die ganz normale Schussmission. Ich glaube, die war sogar in den Trailern dabei. Ich glaube, die Mission, die war sogar in den Trailern dabei. Da bin ich mir relativ sicher. So. Zack. Keine Ahnung, ob man hier irgendwie schneller Punkte sammeln kann oder so. Wir schauen einfach mal nach. So, mit der Perspektive habe ich immer alle im Blick. Da kamen zwei. Mhm. So, die wirkt sehr entspannt. Während andere Schussmissionen teilweise wirklich immer ein bisschen... Ja, die wurden schon brenzlig. Also ich sag mal, die waren schon ein bisschen schwieriger. Wirkt das hier auf jeden Fall wie eine sehr entspannte Sache. Es tut mir zwar echt leid, dass wir so 8 Millionen von diesen Ratten töten müssen. Die haben, glaube ich, echt kein einfaches Leben hier. Aber das war's. Gut gemacht. Sehr geil. Ihr seht, ihr Ratten? Legt euch nicht mit mir an. Was hat das denn mit dir zu tun, Kollegin? So, ach so, die hat mich nur darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier wahrscheinlich was verdienen kann. Aber warte mal. Ich komme jetzt hier rein. Ah! Die Mission haben wir jetzt. Ah, die Mission hing mit dem zusammen. Damn, jetzt schnall ich das auch endlich mal wieder. Cool, deswegen wurde mir das auch da vorne noch nicht angezeigt. Weil es bis da einfach noch gar nicht freigeschaltet war. Verstanden. Tricky, tricky, der ganze Stuff hier. So, aber wir brauchen jetzt gar nicht hin. Wir holen jetzt Gemüse ab. Und unser Weg führt uns erstmal wieder nach Kashyyyk. So, ich bin gekommen, um Gemüse zu finden oder so. Ich weiß gar nicht, muss ich da einfach Sachen kaputt ballern? Und da kommt dann Gemüse raus? Ah, ne, hier wahrscheinlich, oder? Kommt da Gemüse raus? Ja, 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 ja. Alles klar. Da haben wir doch schon mal 9 von denen. Sehr schön. Muss jetzt weiter so Pflanzen finden, die so im Boden stecken, ne? Wo wir dann nochmal 6 Stück finden. Also quasi noch 2 Pflanzen müssen wir finden. Wenn die immer jeweils 3 verwalten. Warte mal, warum glitzert ihr so? Ist da irgendwas? Ja! Ich wollte gerade sagen, ist da was drin, was ich brauche? Ganz offensichtlich. Cool! Dann hätten wir die erste Gemüselieferung schon mal vollständig. Geil. Und dann führt unser Weg jetzt nach Naboo. Nach Feed sogar. Wisst ihr noch, wie wir ganz am Anfang unserer Reise uns dachten, ja Mann, ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann in der Lage sind, hier Netze zu verschießen. Ja, Freunde, jetzt können wir diese Netze verschießen. Die Frage ist trotzdem immer noch, wie ich da hochkomme. Weil ich glaube, niemand kann so hoch hüpfen. Außer vielleicht, keine Ahnung, haben wir den Jedi? Nee, die kommt auch nicht ansatzweise hoch. Also, ich bin mir irgendwie noch, ich werde noch nicht so ganz schlau daraus. Scheiße, was wir machen müssen. Aber ja, immerhin konnten wir da jetzt mal die
die Netze verteilen. Das ist ja schon mal was. Ach, verdammt. Sind irgendwo Kisten, die ich mitnehmen kann? Steht hier irgendwo was, womit ich arbeiten kann? Oh, warte mal, da hinten wird mir auch was angezeigt, aber da ist noch nichts. Okay, dann versuche ich jetzt mal meine eigenen Kisten hier vielleicht mitzubringen. Keine Ahnung, wenn ich dich jetzt vielleicht einfach da platziere. Ja, doch, gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir uns hier noch so einen Blumentopf. Platzieren den auch noch. Da drauf. Klappt das? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm schon. Ey, das wäre so cool, wenn wir das schaffen. Ja, ja. Geil, Freunde. Jawollo! Ich habe keine Ahnung, was der offizielle Weg hierfür ist. Wahrscheinlich hätte ich die Statue, die da stand, nicht kaputt prügeln dürfen. Ist das willkommen auf Tiet? Nee. Na wo, na hoch. Okay. So, aber ich frage mich jetzt, wo ich das Gemüse herbekommen soll. Wahrscheinlich irgendwie von so einem, von so einer Art Markt oder so, ne? Wo die, wo das Zeug wahrscheinlich drin ist. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Irgendwo hier oben auf dem Turm gibt es Geschenke für uns, aber die sind mir jetzt erstmal egal. Tiet ist noch auf unserer To-Do-Liste. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf. Eben weil hier sozusagen unsere Reise begonnen hat. Aber warte mal, ich habe jetzt hier ganz viel. Ah, schau mal, oben ist auch rot. Nee, warte mal. Muss ich das irgendwie abgleichen? Wow, wow, wow. Okay, muss ich das irgendwie abgleichen? Doch, rot passt hier, glaube ich. Oder? Nee. Ich muss auf jede Ebene. Muss, glaube ich, jede Farbe. Wenn ich das richtig sehe. Hier fehlt rot. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier gelb. Gelb könnte, würde theoretisch hier fehlen. Mhm. Doch, 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 doch. Dann packe ich, keine Ahnung, gelb einfach mal dahin. Und blau kommt auf jeden Fall hier hoch. Ah, nee, warte mal, das muss... Das muss, glaube ich, gleich wie immer das drüber sein. Zumindest ist es hier so. War auch nicht ganz. Ja, mach mal weiter. Was bist du? Ich glaube, du bist grün. Grün fehlt hier auf jeden Fall nicht. Grün fehlt auf der Ebene hier. Ich habe keine Ahnung, wie... Ich mach das safe falsch. Ich mach das safe falsch. Oder vielleicht spielt die Reihenfolge vielleicht wirklich keine Rolle. Und es geht einfach nur darum, auf jede Ebene, ja, da fehlt gelb, auf jede Ebene jede Farbe zu bekommen. Das wäre irgendwie, das wäre das Schönste für mich persönlich. Weil dann würde ich wissen, dass das hier klappt. So, blau muss noch hier hin. Okay. Okay, okay. So, dann rot. Fehlt hier nicht mehr. Da aber auch nicht mehr. Wahrscheinlich auf der Ebene hier, oder? Ja. Da muss rot hin. Ey, wenn das jetzt nicht stimmt, dann wäre das richtig traurig. Weil dann habe ich hier sehr viel Zeit für nichts verschwendet. So, blau kommt noch hier hin. Jawollo! Das war absolut richtig. Nee, warte mal, hä? Die haben sich übel gefreut. Was? Ah, nee, hier ist noch ein gelbes. Hier ist noch ein gelbes. Dann war die Hauswand wahrscheinlich noch nicht fertig. Ich habe noch gar nicht alles platziert. Ja, die freuen sich auch. Okay, doch, dann ist das schon richtig, was ich mache. Aber hier noch nicht. Hier ist noch irgendwas falsch platziert. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht muss ich euch beide tauschen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich kapiere die Reihenfolge hier noch nicht so ganz. Aber das ist, glaube ich, die einzige Ebene gewesen, auf der wir zwei Blumentöpfe platziert haben, oder? Ja! Die freuen sich auch. Und jetzt geht das hier auf. Ich weiß nicht genau. Also da war wahrscheinlich... Irgendein Muster war da wahrscheinlich erkennbar. Ich habe es nicht erkannt. Aber Knobelei mit Balkonkästen habe ich damit abgeschlossen. So. Wo komme ich hier an genügend Gemüse, Freunde? Da unten steht, glaube ich, jemand, mit dem ich reden kann. Nee, tatsächlich nicht. Schade. Komm schon. Gemüse? Karotten? Nee. Hi. Schackwurzel, sagt ihr?
Ihr kommt, die gehen weg wie geschnitten Brot. Oh, geil. Und kriege ich da 10 Stück von? Ein Vergnügen. Oder nur eine? Eine! Nee, ich habe mehr bekommen. 5 Stück habe ich bekommen, scheiße. Aber die anderen 5 sind dann wahrscheinlich... Ja, am Paungasee. Sieh mal an, Freunde. Hier am Paungasee haben wir mittlerweile ein Wettrennen freigeschaltet. Wo es einen Kübelstein sogar für uns gibt. Ah. Und es ist ein Rennen durch die Bäume. Okay, muss ich da einfach nur... Muss ich da einfach nur die Kamera drehen und den Knopf drücken immer? Ja, wirkt wahrscheinlich so, ne? Ja, das ist, das ist mal ein Wettrennen der entspannten Art. Okay. Da sage ich doch nicht nein. Da sage ich doch nicht nein. Aber eigentlich bin ich wegen der Wurzeln hier. Aha. Da haben wir doch schon eine. Wir können auch mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich, ob es hier noch irgendwas für die 100% gibt am See. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh ja, hier gibt es noch sehr viel zu tun am See. Alles klar. Aber das schauen wir uns dann bei Gelegenheit nochmal um. Jetzt bin ich vor allem wegen den Wurzeln hier. Zack, da ist die 8. Ich meine hier die 9 gesehen zu haben. Nein, ich meine hier doch nicht die 9 gesehen zu haben. 2 Stück muss ich hier noch irgendwie finden. Exakt. Und wenn wir die dann haben, dann werden wir wahrscheinlich sowieso wieder automatisch nach Mos Eisley zurück teleportiert. Aber jetzt müssen wir noch irgendwo... Das 10. Ding müssen wir jetzt noch irgendwo finden. Das muss hier irgendwo rumgeistern. Ich spiele jetzt einfach mal alles kaputt. Damit ich hier nicht von irgendwelchen Überbleibseln verwirrt werde. Wo zur Hölle bist du? Drecksding. Du wirst wirklich in ein faires Restaurant gebracht. Die kümmern sich gut um dich. Also, du wirst halt gegessen. Aber das ist jetzt prinzipiell nichts Schlimmes. Dafür existierst du ja. Gemüse existiert, um gegessen zu werden. Verdammte Scheiße. Zerlässt das Ding. Jetzt bin ich fast dazu verleitet, darüber zu gehen, weil mir da schnell ein Kübelstein angezeigt wurde. Aber das will ich nicht. Ich will focused bleiben. Mein Fokus zahlt sich nicht aus. Wir können ja mal darüber gehen, Freunde, und gucken, was es da so gibt, oder? Mein Gucken schadet ja nicht. Oh, shit, diesen Druidika, was zur Hölle? Was ist denn mit euch los? Seid ihr noch Überbleibsel der Separatisten? Warum existiert ihr, verdammt nochmal? Oh mein Gott, ich liebe es, dass wir so viel Damage machen. Stark. So, dann brauche ich noch einen Bösewicht. Da ziehst du doch, ne? Yes. Okay, sehr weirde Kameraperspektive. Links oben, rechts oben. Links oben, rechts oben. Das Problem ist, die hatten jetzt leider auch noch nicht meine Karotte. Beziehungsweise mein Gemüse. Yeah. Lagerung im Sumpf. Wir mussten uns durch gute Gegnerhorden prügeln. Das kann man jetzt auf jeden Fall sagen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Komm, besinnt euch. Leute, ich habe doch hier alles umgegraben. Es muss doch hier irgendwo sein, dieses beschissene Gemüse. Ich laufe bis zum Rand von diesem Ding. Die einzige Sache, die ich mir noch vorstellen kann, ist, dass das Ding vielleicht tatsächlich so ein bisschen noch in die Richtung hier rüber ist. So schnell kann es gehen. Und wir haben alles. Und jetzt geht's für uns zurück nach Mos Eisley, wo wir eigentlich hergekommen sind. Ach Gott. Genau, weißt du, das war halt so ein Übergang in ein anderes Gebiet. Ich hab mir so, ja, das ist halt noch so in der Zone drin, aber da werden die jetzt nicht die Karotte noch verstecken, die ich brauche. Das wäre ja irgendwie weird. Ja, wäre weird, Freunde. Ich hab alles. Oh, die sehen gut aus. Was ich damit alles machen kann. Meine geliebte Patessa hat es immer geliebt, wenn ich eine süße Schnittuckblüte mit Chuck-Wurzel serviert habe. Ja, Mann, voll geil. Tut mir leid. Sollten einen nur zum Weinen bringen, wenn man sie schneidet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Okay. Kein Problem. Gerüchte freigeschaltet, aufs Trinkgeld angewiesen. Tatooine zum Kristallmond.
Ja, hier gibt es jetzt noch weitere Missionen. Was geht denn jetzt ab? Warte auf meinen Butterbeeren-Smoothie. Alles klar. Den sollst du kriegen, Kollege. Zack. Hier. Das ist mir unangenehm. Ich bin schon seit... Achso, ich soll den hier hinstellen wahrscheinlich, oder? Oh, scheiße, ich bin softlocked, oder? Nee. Oh, für mich? Cool. Ah, ich muss wahrscheinlich jetzt alle bedienen. Was möchtest du, junge Frau? Ein Sandwich. Ja, das sollten wir doch hinkriegen. Oh, nee, das ist Kuchen. Stopp. Das ist Kuchen und kein Sandwich. Das ist das Sandwich. Das fucking Sandwich ist einfach größer als du. So. Der hier. Boss hat gesagt, dass er ihm einen... Esst umsonst, also haut rein. Und was möchtest du? Du möchtest wahrscheinlich alles. So einen Kuchen haben. Nee, das ist kein Kuchen. Das gilt als Salak-Burger. Sehr gut. Na dann, lass dir schmecken. Damit sollten wir, glaube ich, alle bedient haben, oder? Yes! Und das spawnen auch schon... Oh, Entschuldigung für das Werfen des Thermaldetonators. Das spawnt schon unseren Kübelstein. Nice! So, und ich glaube, jetzt haben wir hier drin alles gemacht. Ich liebe, wenn Missionen aufeinander aufbauen. Das fühlt sich einfach so organisch an, wenn ihr versteht, was ich meine. Voll nice. Und jetzt fehlen uns noch 2 Kübersteine hier. Shit. Wo sind... Ah, in der Kantine, glaube ich. Ja, das müssten die beiden Kantina-Steine sein. Da fehlen uns noch... Da fehlen uns 2 von 4. Aber ich habe auch alles hier gemacht. Okay, Nee, hier scheint alles gut zu sein. Aber in der Kantina fehlen uns noch 2 Kübersteine. Ich schaue da jetzt nochmal ganz kurz rein. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich da noch finde, wonach ich suche. Und dass das eventuell mit irgendwas zu tun hat, was vielleicht noch im späteren Spielverlauf kommt. Schauen wir uns die Kantine jetzt nochmal ganz kurz an. Und dann lassen wir es auch einfach. Wie gesagt, früher oder später regeln sich in Lego Star Wars Probleme häufig ganz von alleine. Weil du dann einfach eine Mission hast, die dich darüber schickt und zack, auf einmal steht dein Charakter, den du brauchst und der hat dann auf einmal eine Mission und ehe du dich versiehst, hast du den Kübelstein an genau dem Ort, wo du davor einfach Ewigkeiten gesucht hast. So. Vielleicht gibt's hier noch, warte mal, schau mal, hier ist nämlich so ein Trampolin. Vielleicht gibt's da irgendwie so einen anderen Eingang da rein oder so. Kann ich das kaputt machen? Ja. Das bringt mir aber noch nicht so viel. Gibt's keinen Hintereingang oder sowas, ne? Nee. Aber guck mal, was ist hier denn? Wartet mal. War ich hier schon? Ja, muss ja fast, oder? Ah, nee, hier war einfach nur viel Geld. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal kurz hier rein. Ob sich hier mittlerweile irgendwas getan hat. Oder vielleicht... Wartet mal. Wahrscheinlich muss ich alle zum Tanzen bringen, oder? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum wird mir das denn auf der Karte angezeigt, dass ich die hier alle zum Tanzen bringen kann. Ja! Da ist sogar eine Mission oben. Oh! Und ich sehe es jetzt erst. Aber dann schaffen wir es vielleicht doch, muss Eislied vielleicht zu 100% abzuschließen. Wenn hierauf dann vielleicht nochmal eine Folgemission kommt? Maybe? Oh, ach shit, die haben jetzt wieder aufgehört. Warum? Warum habt ihr aufgehört? Geht es auf Geschwindigkeit? Oh, jetzt habe ich Panik gemacht. Nee. Zack. Scheiße. Hallo. Beeinflussung. 3, 4, 5. Hä, was soll man denn da tun? Okay, warte mal. Ich lasse die mal kurz alle aufhören. Okay, und dann machen wir jetzt gleich auf Geschwindigkeit. So, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Jawollo. Sehr geil. Mission abgeschlossen. Kantinatanz. Und kriegen wir dafür jetzt einen Kübelstein? Ja. Das ist Kübelstein 4 von 4.
Warte mal. Dann haben wir hier drin jetzt doch schon alles. Wo ist dieser letzte Scheißstein? Wir haben alles. Mos Eisley ist zu 100% durch. Geil. Arschgeile Sache. Freunde, das war Lego Star Wars, die Skywalker-Sage für heute. Ich bin sehr stolz darauf, dass hier Mos Eisley zu 100% haben. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Shorty und Sarah und Kimora für euren dicken Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen lieben Dank.